So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Wir haben in der letzten Folge eine automatische Forschung hier oben produziert und ich habe Scheiße gebaut. Dreck. Na gut, das kann ich aber ändern. Jetzt erstmal die ganzen roten einsammeln. Was baue ich hier? So. Nein, das bringt nichts. Nochmal. Ich muss die ganze Aktion nochmal überdenken. Wartet. Die hier platzieren immer die äußeren. Das heißt, es wird außen laufen. Warte, die hier kommen erstmal weg. Oh, hier nimmt die roten. Forsche für mich. Ja, ich weiß, dass sie da oben keinen Strom hat. Den Strom kann ich wieder platzieren. Der wird auch erstmal nicht ändern. So, Moment. Jetzt nochmal überlegen. Ach, ich weiß, wie ich es mache. Ist jetzt nicht die eleganteste Lösung, aber... Das ist schon okay so. Der wird jetzt automatisch auch nach außen hinscheffeln. Alles klar. Dann kann die Forschung doch noch weitergehen. Die Forschung läuft uns immer so ab, dass hier so ein ganz klein bisschen ein Fortschrittsbalken läuft. Und wenn der Fortschrittsbalken voll ist, wird da ein ganz kleines Fisselchen hinzugefügt. Und das dauert relativ lange. Wenn man hier sieht. Ach ja. So, die Fließbänder können wir hier mal rausholen. Chips auch. Wie läuft die Eisenproduktion? Die Eisenproduktion läuft immer noch medium schnell, weil wir zu wenig Eisen produzieren. Und zwar, weil wir zu wenig Strom haben. Doch, okay. Weil wenn ihr mal guckt, die hier laufen ziemlich langsam an, die Elektrizität ist auf fast null. Das bedeutet, die laufen nicht so gut. Okay, dann baue ich mal oben ein bisschen das Stromnetz aus und dafür brauchen wir Eisenplatten und Schmelzöfen. Und für Schmelzöfen brauchen wir Stein. Ja, ja, der gute alte Stein. Zwei Schmelzöfen sollten reichen. Kann ich auch direkt mal craften. Alles klar, wie mache ich das? Na komm, abbauen. Auf jeden Fall können wir hier noch einen dran bauen. So Leute, ich bin dafür. Oh, den können wir direkt mal anbauen. Ja. Auslastung sinkt, weil die verfügbare Leistung sinkt, weil das Warmwasser nicht nachkommt. Warum kommt das Warmwasser nicht nach? Na gut, dann brauche ich doch noch ein bisschen mehr von denen hier. Dann baue ich aber gerade mal die hier ab. Ich habe einen Plan. Wir werden jetzt erstmal komplett ohne Strom leben, Leute. Habt ihr es gehört? Unser Stromnetz ist runtergegangen. Das ist aus. Noch eine Kleinigkeit, die das verschönern wird. Nein, die Kleinigkeit kann ich vergessen. Na gut, dann schalte ich auf die Kleinigkeit, dann war das jetzt gerade Mist. So, als erstes, was ich haben möchte, ist hier, hier noch ein bisschen von denen. Und ich brauche noch mehr Stein.
weil ich hätte gerne noch einen von den dampfbetriebenen Dampfkesseln. Befeuerten Dampfkesseln. Dampfbetriebene Dampfkesseln, das wäre ziemlich doof. Alles klar. Und wir brauchen Knickarmroboter. So, mein Plan ist es. Na doch, dann kann ich das, was ich eben gecraftet habe. Das. Ich hätte das gesagt. Komisch. Das, was ich eben gecraftet habe, verwenden. Das sind nämlich unterirdische Rohre. Die funktionieren genauso wie unterirdische Fließbänder. Nur, dass da halt Flüssigkeiten durchlaufen. So, dann findet hier nämlich ein Austausch statt. Ein, was ist da? Da ist ein Strommast. Verdammt. Toll! Wie soll ich die jetzt mit Strom versorgen? Von außen oder so? Keine Ahnung, wie man das jetzt so funktioniert. Ha! So, weil dann wird das Warmwasser auch hier unten drunter ausgetauscht, hoffe ich. Ist jedenfalls meine Idee. Und so wie es aussieht... So, das Wasser wird hier erwärmt. Juhu, fortgeschrittene Materialverarbeitung. Perfekt. Aber was gehen wir jetzt auf Maschinen? Ja. Wieso wird das Wasser da nicht so warm? Das ist krass. Naja, fast Maximum ist auch was. Ist zwar nicht alles, was geht, aber ich baue noch ein paar befeuerte Dampfkessel. Gibt es hier nicht sowas wie elektronische Dampfkessel, die dann halt mit Wärmeenergie herstellen? Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also gut, ich könnte einen großen Wasserkocher bauen, aber ich glaube, der wird mehr Energie verbrauchen, als am Ende umgewandelt werden kann mit dem Warmwasser. Ach, ich will mir das Fließband ersparen. Hier nochmal Strom. Das da oben kann ich schöner machen. Kann ich das? Nö, kann ich nicht. Okay, es ist mir egal. So, dann muss ich die... Doch, ich kann es schöner machen. Ist etwas besser. Jetzt sollte aber genug Wärmeaustausch stattfinden. Ja, auf maximal Überschallleistung. Auslastung, Auslastung, Auslastung. Verdammt, die sind maximal ausgelastet. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, brauche ich noch einen dampfgetriebenen Generator. Ich glaube, wenn ich den jetzt dahinter schalten würde, wird das Wasser wieder kalt werden, oder? Na? Ja, 99%, 100. Ja, das hält ganz knapp. Ich finde eigentlich ein Riesennetz, wo einfach nur Wasser gewärmt wird. Aber naja. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Was brauche ich dafür? So, von den Dingern brauche ich eigentlich nur eins. Ich brauche ein paar Rohre. Und dafür brauche ich, abgesehen von Stein, was ich mir jetzt hier noch holen werde, für mehr dampfbetriebene... Och. Befeuerte Dampfkessel. Dampfbetriebene Dampfkessel. Wie komme ich auf so einen Mist? Befeuerte Dampfkessel. Brauche ich noch Eisenplatten. Für die ganzen Materialien, für die Rohre und so weiter. So. Die kann ich direkt craften. Ah ja, das Eisen läuft. Das sieht man, das Eisen läuft. Ich glaube, das hier läuft auch jetzt auf Hochtouren, aber ich baue mal für die Zukunft direkt ein bisschen mehr. Ja, doch, das läuft auf Hochtouren. Das ist schön. So, Moment, wir haben jetzt die neuen Hochöfen. Dafür brauchen wir Stahlträger und Ziegelsteine. Ja, das bedeutet, wir brauchen noch mehr Stein. Moment mal. Ach, geh weg, Baum. Wir können die befeuerten, ja nicht dampfgetriebene, die befeuerten Erzförderer verwenden. Und können die eigentlich direkt in Kisten liefern? Warum sollten sie das nicht können? Na? Ja, perfekt. Die können wir benutzen, um Stein für uns abzubauen, wenn wir nicht da sind. Dann hätte ich direkt früher drauf kommen können. So, die hier und die hier. Holz weg, Holz weg. So, was wollen wir noch? Wir wollen den hier anders haben. Wie viel Range hast du? Bis hier geht das. Okay.
Gut. Ich will jetzt mal Platz haben, ja. Unser Stromnetz wird jetzt erstmal nichts machen an Strom, aber es ist okay. Wo sind meine dampfbetriebenen Dinger? Forschung abgeschlossen, das ging schnell. Fortgeschrittene, nein. Flüssigkeiten. Flüssigkeitsbehandlung, das ist, glaube ich, gut, wenn wir bald mal in Öl investieren. So, Moment mal, wie breit sind die? Die könnte ich hier anbauen. Könnte ich das? Nein. Könnte ich hier anbauen. Dann mache ich hier noch einen dampfbetriebenen und da noch einen dampfbetriebenen. Ach, da kann ich ja wieder nicht schlecht befüllen. Gut, erstmal will ich hier Strom inbauen. Oh, ich jetzt doch mit einem machen können. Okay, warte mal. Auf jeden Fall den hier, wo ich weg. Und ich besorge mir noch ein paar Ressourcen. Einmal Stein. Und Eisenplatten. Und ein bisschen Kupfer, weil das daneben lag. So, sind es genug Eisenplatten? Nein, ich finde nicht. Mehr Eisenplatten. Gut, die Elektroschips brauchen wir so oder so immer wieder. Hiervon können wir uns noch ein paar holen. Fließbänder sind auch praktisch. Alles klar, schon viel besser. So, noch mehr dampfbetriebene Dinger hier. Noch, hol mich einen Stein noch gerade raus. Ein Stück. Beziehungsweise 22. So. Mein Plan ist jetzt. Ich muss nachdenken, Leute, wartet. Okay, wir brauchen einen Teiler. So, wie viel Platz dazwischen? 1, 2, 3. Perfekt. Also genau passend, damit noch Strom daneben kann. Dann bauen wir hier. Bauen wir hier? Nein, wir bauen hier. Und hier. Geht das? Nein, nein, das geht nicht. Das geht. Geht das? Oh Mann. Das geht, ja. Okay, wir haben den Teiler da hinten. Wir haben die Roboterarme. So. Wir haben noch keinen Strom, ich weiß. Das brauchst du mir nicht andauernd zu sagen, Spiel. Und dieser ganze Dampf, der in mein Gesicht pustet, ist ziemlich nervig. Die haben noch kein Wasser. Jetzt haben sie Wasser. Ihr bekommt Strom. Und hier verschwinden erstmal diese ganzen Bäume. Ich glaube, die wären nicht mal im Weg gewesen. Aber es geht ums Prinzip, Leute. Ist das jetzt eigentlich alles eins versetzen? Ja, ist es. Okay. So, ich will keine drei hintereinander haben. Dann mache ich das lieber so. So, die müssen noch ins Stromnetz. So. Alles klar. Hier geht's ab. Ich sehe gerade, das kommt relativ wenig Kohle an. Weil es nur ein so ein Ding ist. Ich glaube, ich gehe mal auf Nummer sicher und mache zwei dahin. So, jetzt noch ein Fördermann dahin. Perfekt.
Jetzt kommt nicht nur... Jetzt kommt nicht nur doppelt so viel Kohle dahin. Nein, wir haben auch viermal so viel Strom. Ungefähr, ich weiß nicht, ob jetzt noch gezählt, wie viele Maschinen ich hinzugebaut habe. Aber das sollte erstmal reichen. Ja. Wunderbar. Das ist doch schön. Sehr schön. Moment mal, hier haben wir noch Stein. Stein brauchen wir nämlich für... Moment mal, wir können das direkt noch sinnvoller machen. Können wir den Stein direkt verarbeiten zu... Ziegelstein. Weil die Ziegelsteine brauchen wir, oder? Heißen die Ziegelstein, Ziegelstein, genau. Ziegelstein brauchen wir für die Hochöfen. Wir brauchen für die Hochöfen auch Stahlträger. Und wie bekommen wir Stahlträger? Stahlträger erstellen wir mit Eisenplatten. Und da wir Stahlträger in Zukunft mehr brauchen werden, werde ich auch eine Stahlträgerproduktion herstellen. Das Prinzip kennen wir ja schon. Ich glaube übrigens, der Aufbau bei meinen, oder das Problem bei dem Aufbau von meinen Produktionsstätten ist immer, dass ich das zu konz... Was? Achso, Moment mal, ich habe es falsch gemacht. So, wir haben die Flüssigkeitenforschungsgedöns da gehabt. Und jetzt gehen wir auf Pyrotechnik. Das klingt ziemlich geil. Ich kann einen Flammenwerfer bauen. Geil. Will ich aber nicht. Ich will Schwefel. So, das Problem ist, was wir hier haben, Stahlträger macht man im Schmelzöfen, obwohl, na verdammt, was ich jetzt gebaut habe, ist sinnlos. Weil ich kann ja direkt Hochöfen hinklatschen. Ne, kann ich ja nicht, weil ich ja noch keine... So, passt mal auf, Leute. Ich mache das jetzt ganz gut. Da kommt jetzt einfach all mein Eisen rein. Und dann entstehen da Stahlträger manuell. Weil ich will direkt mit Hochöfen Stahlträger herstellen. Oh, hier muss ich noch Treibstoffe reintun, also da tue ich mal Holz rein. Oh, das dauert ja ewig. Na gut. Ich warte einfach. Wie viel haben wir? 6. So, einen Hochofen können wir bauen. Hochöfen sind jetzt, glaube ich, genauso groß wie die normalen. Und ja, ich baue den direkt hier unten hin. Verdammt, wir haben keine Kohle. Okay, gut, ich baue den woanders hin. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich muss irgendwie die Kohle da rausbekommen. Ich will die Kohle hier unten noch nicht weiter verwenden. Ich überarbeite das alles nochmal, glaube ich. Ich baue jetzt mal meine Stahlträger hier oben manuell hin. Das ist, glaube ich, besser so. Gut, Hochöfen. Hochöfen kann man übrigens einfach... Warte, ich zeige euch das mal hier hinten. Einfach über die normalen Öfen bauen und dann kriegt man, glaube ich, auch automatisch... den einen Ofen zurück. So, passt mal auf, seht da unten seinen Ofen und wir haben zwei Ofen. Cool, nicht? Ich find's cool. So. Und die zwei Öfen will ich jetzt einfach daran investieren, hier oben meinen zufälligen Ölhaufen. Ölhaufen? Was rede ich denn hier? Nein, nicht Stein. Ich will Eisen verbrauchen. Zufälligen Ofenhaufen, Sachen zu produzieren. Wir haben kein Eisen mehr. So, jetzt sollten wir erstmal nur Eisenplatten haben. Da ist ein Stein drin gewesen, der das alles blockiert. Alles klar, wir können noch einen bauen. Und ich glaube, die Hochöfen lohnen sich wirklich, oder? Gibt es irgendeinen Vergleich? Ja, die für
Was? Leute, ich kann jetzt die Maus nicht hinbewegen, aber ganz unten in diesem Pop-Up-Fenster steht Verhütungsgeschwindigkeit. Ich kenne mich nicht so mit Steine schmelzen und so weiter aus und Schmelzöfen und so weiter, aber müsste das nicht irgendwie was anderes heißen, die Vergütungsgeschwindigkeit, oder heißt das wirklich Verhütungsgeschwindigkeit? Ist das bei anderen Sachen auch so? Nein, irgendwie nicht. Was? Okay. Lassen wir es einfach mal so. Verhütungsgeschwindigkeit. Heißt das was? Ich komme richtig drauf klar. Ich glaube, das kann einfach nur ein Übersetzungsfehler sein. Leute, das Spiel ist noch mal Beta. Wer setzt es deswegen jetzt nicht runter? Oder ist es ein Easter Egg? So, wir haben jetzt eine so schnelle Eisenproduktion, dass wir schon zu wenig Fließband haben. Das finde ich gut. So. Wie steht's hier? Die Forschung läuft mittelmäßig gut. Wir haben zu wenig Rote. Na gut, ich habe eine Lösung dafür. Oh, ich habe noch ganz viele Grüne im Inventar. Dann hier. Ich habe eine Lösung dafür. Dafür müssen wir jetzt diese Forschung betreiben. Es ist nur die Frage, ob wir das schon können. Dafür müssen wir in die fortgeschrittene Elektrotechnik. Okay, direkt nach der Schwefelaufarbeitung machen wir das. Weil dann können wir fortgeschrittene Elektrotechnik ermöglicht Module. Module ermöglicht Geschwindigkeitsmodule. Und Geschwindigkeitsmodule erhöht die Geschwindigkeit der Maschine. Dann können die roten Wissenschaftspakete schneller hergestellt werden. Ich kann nur einfach hier noch ein Dings hinbauen. Ich glaube, ich baue einfach noch ein paar Maschinen hier hin. Moment, ich kann ja eigentlich direkt drehen. Dann muss ich den Strommasten abbauen. Hier geht das weiter. Und rote Forschungspakete. So, dann können wir auch mal die Lampe abbauen. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Alarm, Alarm, Leute, Alarm. Hier unten ist Krieg. Das sind Feinde. Leute, wir haben Verlust gemacht. Feinde greifen an. Irgendwo von hier in der Ecke. Das ist nicht gut. Okay. Ja, das war unser erster Feindkontakt. Die sind gar nicht gut darauf zu sprechen, dass wir ihren Planeten industrialisieren. Überhaupt nicht gut. Welche Richtung? Schwefelaufbereitung, so. Fortgeschrittene Elektrotechnik, bitte. Verdammt nochmal, ja, die Feinde sehen aus wie Schweine. Oder Käfer. So. Und die haben auch hier unten das Stromnetz zerstört. Toll.
Okay, ich glaube, ich habe alles wieder aufgebaut. Und jetzt produzieren wir mal ein paar Reparaturkits. Die können wir jetzt gebrauchen. Die reparieren nämlich Gegenstände. Oh, direkt unsere teuren Hochöfen. So, ist so ein Fließband kaputt, das da. Gut, ich glaube, ich habe die Produktion wieder hergestellt. Okay, verdammt. Wie gehen wir dagegen vor? Wir können in den Militärtechnikzweig und... Können wir das? Oh, übrigens, wir haben hier sehr viele neue Flüssigkeiten erhalten, weil wir haben Flüssigkeitenproduktion gemacht und wir haben auch jetzt mittlerweile die Chemiefabrik. Wir wollen MG-Türme bauen. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt will ich meine Basis absichern. 7 Stück. Und wir wollen Munition bauen. Dafür brauchen wir nur Eisenplatten. So, diese verdammten Schweineviecher haben die Rechnung ohne MG-Türme gemacht. Nochmal will ich mich nicht überrennen lassen. Oh, Forschung abgeschlossen, cool. So, was brauchen wir jetzt noch für Module? Modulerweiterung, so. So, wo sind meine MG-Türme? Hier. Hierhin, hierhin. Ich weiß nicht genau, von wo sie gekommen sind. Und das macht mir so ein bisschen Sorge. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie unten gegriffen haben, also müssen sie aus irgendeinem von diesem Bereich kommen. Ich sichere es einfach mal in einem relativ guten Radius ab und hier hinten noch einmal in der Hinterhand ein. So, Munition dafür. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Munition. Und ich würde sagen, ich baue mir eine Schrotflinte und Schrotpatronen. Ja, so eine einfache Pistole ist irgendwie auch doof. Obwohl die ja schon ziemlich krass ist, wie man gesehen hat. Die MG-Türme brauchen übrigens keinen Strom. Die brauchen nur Munition und dann ballern die. So. Überall sind ein paar Magazine drin. Die werden sich jetzt erstmal schön verteidigen hier. Ich baue mal eine Lampe dahin. Ja. Yeah. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir hatten jetzt also erstmal Feindkontakt. Unsere Produktion ist weiter größer, schöner. Schneller ist jetzt nicht geworden, aber ich kann zwei Forschungsdinger hier noch oben platzieren. Auch hier. Nach da. Und so. So. Unsere Produktion ist auf jeden Fall cooler geworden. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt, willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Weil jetzt heißt es, bis zum nächsten Mal Let's Play Factorio oder so, in welchen Part ihr von mir schaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, das Spiel ist relativ interessant. Und wie gesagt, es gibt eine kostenlose Demo-Version auf der Webseite. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.